zwei bis fünf Tage frei. Jetzt mit kurzurlaub.de. Ja, wir sind hier in Altsteinhorst zum 17. traditionellen Tannenbaumschlagen von Hansa und Infron und natürlich mit unserem Partner Antenne MV. Man sieht, die Schlange ist riesig. Über 200 Sponsoren haben zugesagt. Es gibt nur eine Bedingung: man muss den Baum selber fällen für zu Hause. Das Tannenbaumschlagen ist natürlich extrem wichtig, um viele, viele Partner an den Verein zu binden. Es werden ja immer mehr. Und man sieht auch, der Kleinste, der hat ungefähr so einen 50-Zentimeter Baum geschlagen. Und wenn der natürlich später Sponsor wird, umso besser. Wir sind hier die ganze Zeit durch den Wald gerannt und haben ein bisschen gesucht und gemacht und getan. Aber natürlich hat dann die holde Gemahlin das dann entschieden, wen wir denn nehmen. Und sie hat den Blick dafür viel besser. Selbst erlegt, selbst gesucht, selbst erlegt, war ganz schön anstrengend. Der kommt zu uns nach Hause. In der Firma haben wir schon einen großen. Und ja, das ist die Überraschung für unsere kleine Tochter. Also wir wissen ja, wie es läuft. Man zieht sich entsprechend an. Und wir können ja noch länger aushalten. Wir kennen ja ganz viele, genau. Die Bäume werden ja schnell eingepackt. Da kann man nicht so doll vergleichen. Aber mit dem man hier zusammen unterwegs ist, dann fachsimpelt man schon. Und zufrieden? Ja. Also man kennt ja jetzt schon einige Menschen. Sagt immer guten Tag, freut sich mal zu sehen, amüsiert sich ein bisschen. Und das ist schön, dass wir regelmäßig auch zusammenkommen können. Und das macht schon viel aus. Nachdem nun jeder seinen Weihnachtsbaum hat, gilt es noch, die letzten beiden Heimspiele erfolgreich zu gestalten und dann natürlich allen eine schöne Adventszeit und kommt alle gut ins neue Jahr.